Da haben wir natürlich den Kapitän dieses Jahr, Merlin Fuß. Wir haben den Neuzugang aus. Von Niklas auch zu früh den Ball hergegeben. Und? Billig mit dem Einläufer und schon ist durcheinander in der Abwehr. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hoch und runter, viele technische Fehler. Keiner, der den Ball mal kurz rausnimmt und sagt mal ein bisschen Ruhe rein. Boah! Holt er noch so ein Ding da raus? Die haben schon die Linie, die pfeifen da nicht so stark. In der schönes 1 gegen 1. Und vor allem und dann schöner Unterhandwurf um den Körper rum. Ah, Glück für Kunter, war abgefälscht. Ja, da hat Bukowinas Pech. Auch hier wieder stark durchgesetzt. Ja, genau. Das sind aber auch keine gut vorbereiteten Würfe. Und immer wieder das gleiche flach. Was eine starke Aktion. Das ist mit Überzeugung, ja. Und die fehlt mir gerade beim Thema Hüttenberg. Starkes 1 gegen 1. Aber ist jetzt das, was wir in den ersten 12 Minuten... Der strahlt ein Ding nach dem anderen oben in den Winkel. Ja. Da ist nichts mit flach. Boah, starkes 1 gegen 1 von Jakob Knauer. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Also die Linie ist ein bisschen mehr laufen lassen, finde ich auch prima. Und man kann sich als Spieler darauf einstellen. Sehr schön. Schönes 1 gegen 1. Was natürlich da vorne macht, weiß ich nicht. Da steht er ja völlig. Was war das jetzt wieder? Oh, das. Tja, Rüdiger trifft Bukowinas. Ja. Schön. Ah, das musste Zeitschlafe geben. Die gibt's auch. Auch 2002, das ist ja. Also, Malkowskis haben echt Probleme da in der Mitte. Ja. Ja. Hat sich geklärt, alles scheint in Ordnung zu sein. Schön. Boah, schöner Wurf von Paul Ohl. Wir haben noch zwei oder drei. Der Schiedsrichter ist nicht so. Aber dafür kannst du keine 2 Minuten geben. Nein. Mit Malkowskis und bis am Kreis. Ja, Merlin dreht jetzt ein bisschen auf, aber ist zu wenig hinten. Ja. Ne? So, und Coburg wieder komplett. Jetzt ist auch die Frage mal über den Torhüterwechsel. Ui. 1 gegen die komplette Deckung, die sich formiert hat. Aber da muss ich auch. Ja, sie wollten irgendwie Isolation auf halb oder. Schöner Wurf von Jakob Knauer. Das war's. Der TV Hüttenberg gewinnt das Spiel 35-30. Heimsieg des TVH gegen den HSC 2000 Coburg.